Moin, Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe euch ja gefragt, ob ihr einen Vlog sehen möchtet zu meiner Terrasse. Ich würde sagen, wir starten einfach das Ganze, indem ich euch einfach mal zeige, was ich hier so gemacht habe. Und zwar seht ihr hier diese Palette. Ich habe die einfach oben an den Nagel gehangen, habe die weiß lackiert, beziehungsweise ich habe die sogar nur mit Wandfarbe gestrichen, damit die so ein bisschen Shabby-Optik hat. Und habe dann hier, das sieht noch sehr unprofessionell aus, aber das sieht man nachher nicht mehr, wenn dann die Erde und die Kräuter drin sind, so eine Sandkastenfolie reingenagelt. Hier seht ihr das. Die ist nämlich wasserdurchlässig, das ist ganz cool, dann habt ihr keine Staunässe bei Kräutern. Und ja, ich würde sagen, wir bepflanzen das Ganze gleich mal. Hier habe ich so ein ganz süßes Set gefunden, da findet ihr ganz viel im Internet. Ich habe es jetzt bei Hagebaumarkt gekauft, hat 99 Euro gekostet, also war echt ein Schnäppchen so für so ein Set, fand ich. Und es ist auch wirklich relativ stabil, ist jetzt nicht so ganz leichte Ware. Und das fand ich ja mega süß. Ich weiß nicht, ob ihr mein Action-Haul schon gesehen habt. Und zwar habe ich da diesen Haken gekauft. Den konnte man einfach an der Wand befestigen und konnte dann hier so ein Körbchen reinhängen. Und da werde ich wahrscheinlich gleich die ganzen Margeriten reinpacken. Und das sind so, ja, meine Blumenausbeute, die wir jetzt einfach mal zusammen einpflanzen werden. Und die Kästen kommen natürlich alle noch weg. Der erste Stich gebe ich hier so Natursteine rein. Ihr könnt aber auch so Turnkügelchen zum Beispiel nehmen. Einfach um dieses, ja, wieder das Staunetz nicht zu bekommen, wenn ihr das so voll packt mit Erde. Und dann gebe ich einfach die erste Schicht unten rein. Als nächstes gebe ich eine Schicht Erde mit rein, aber wirklich so eine ganz kleine, damit ich erstmal so eine Grundlage über den Stein habe. Und gebe dann auch schon die Pflanzen rein. Muss ich erstmal überlegen, was ich als erstes nehme, und zwar die Petersilie. Versuche auch so ein bisschen atemvoll zu bleiben. Das heißt, ich packe jetzt in eine Mulde wirklich nur die Petersilie, weil die breitet sich halt auch aus. Zum Beispiel ein guter Tipp beim Basilikum, trennt einfach diese Dinger und dann habt ihr auch lange was von eurem Basilikum, sonst geht der meist ein. Das heißt, ihr nehmt die raus und dann brecht ihr euch die quasi einmal in zwei und könnt die dann als zwei separate Pflanzen wieder einpflanzen. Schaufel zur Hand habt, wie ich. Einfach voll machen. So, hierin pflanze ich die Erdbeeren. Das Problem ist, dass die Töpfe von Action kein Loch haben. Das heißt, ich nehme einfach einen Nagel, einen Hammer und haue da ein Loch rein. Wir gucken jetzt mal, ob das Ganze auch hier sitzen funktioniert. Momentchen mal. So, mit Handschuhen ist immer schwierig. Fuck, hat funktioniert. So. Wenn ihr den rauszieht, habt ihr halt automatisch so Löcher, wo das Wasser abfließen kann. Das mache ich jetzt ein paar Mal. So, ich habe jetzt überall so ein paar Löcher einfach rein, seht ihr, ne? Damit es besser abfließen kann. Und setze jetzt einfach komplett die Erdbeerpflanze rein. Ohne den Topf natürlich, damit sich das Ganze noch so ein bisschen ausbreiten kann. Oh, die zerfällt leider ein bisschen. Und dann kann man die so wunderschön halt hier aufnehmen. Und das Ganze sieht schon wieder so ein bisschen voller aus. Wenn ihr auch diesen shabby Landhausstil mögt, nehmt ruhig einfach irgendeine Schale, die ihr finden könnt, die so in dem Stil ist. Ich habe jetzt hier so ein Porzellanschälchen und pflanzt da jetzt so eine blaue Gänseblümchen rein. Die sind total schön. Schaut euch das mal an. Mega hübsch, oder? Das sieht bestimmt toll aus zusammen. War ja das Hängerchen, was ich euch gezeigt habe. Und da habe ich einfach unten, das war ganz praktisch, dass hier so ein Loch drin war. Und dann habe ich einfach durch das Plastik noch ein Loch gestochen. Mache hier noch so kleine Löchlein rein und pflanze dann die Margerite rein.
echt ein großer Busch. Ich muss mal gucken, ob das überhaupt hält, weil das ist eigentlich für so Hängepflanzen gedacht. Aber ich fand das ganz schön, das wieder aufzunehmen. So. Ich habe ja jetzt oben nochmal die Margarete rein. Dann habe ich noch so einen großen Stock gekauft. Den zeige ich euch gleich auch noch. So, das war ein bisschen tricky. Ich habe das hier so durch diese Ketten gefummelt. Und jetzt gucken wir mal, ob das überhaupt aussieht. Wie das hier so dranhängt. Aber ich finde, das macht sich ganz gut. Muss ich natürlich noch mit Erde auffüllen. So, ihr Lieben, unser Shabby-Garten-Terrassenprojekt ist fertig. Freddy genießt schon ein bisschen die Sonne hier. Also wir haben hier hinten diese Ecke gemacht mit dem, den hatte ich schon, so einen Kirschlorbeerabschnitt mal irgendwann gemacht. Den habe ich eingepflanzt. Dann haben wir hier die Margariten, die sich hier widerspiegeln oben drin. Das muss ich aber noch oben befestigen, seht ihr? Das ist nämlich oben fehlt noch eine Schraube und dann kann ich das erst hier drauf hängen. Ja, unser Kräuterbeet mit den Erdbeeren. Freddy kocht hier schon, wie so eine italienische Mama. Ja, so ein bisschen Toskana-Flair. Vielleicht habe ich gedacht, passen auch noch ganz gut Lavendel dazu. Statt den Gänseblümchen wäre vielleicht so ein bisschen auffälliger, so ein kleiner Hingucker, so ein kleines Teelicht. Und ich habe überlegt, weil ich finde, das sieht einfach so mega, keine Ahnung, wie so ein italienischer Hinterhof aus mit diesen Dachziegeln, dass ich da vielleicht noch irgendwie so eine bunte Lichterkette besorge. Also ich bin auf jeden Fall mega zufrieden. Wie findet ihr es? Ich würde mich super über eure Kommentare freuen. Tschüss, ihr Lieben, bis zum nächsten Video.